Hallo, ein Tiramisu. Wie geht es dir? So kurz vor vier am 5. Den wievielten haben wir denn heute? Nicht Advent, das wievielte Türchen haben wir denn heute? Vierter. Bist du dir da hundertprozentig sicher? Ja, ich habe gerade auf meinem Handy nachgesehen. Okay, dann ist gut. So, liebe Tiramisu, das ganze Video gehört jetzt dir. Sei unterhaltsam. Jetzt. Das ist mein Finger. Ich glaube, sie will was zu essen. Hol sie mal hoch. Komm hier, Oma. Flugstunden. Zack. Und jetzt kriegen wir sie schon direkt daran, begeistert zu essen oder durch die Gegend zu stolpern. Ja. Sobald das Essen da liegt, dann geht immer alles. So, und du haust jetzt einfach so viele Informationen über Tiramisu raus, wie es nur geht. Okay, das ist unsere Oma Tiramisu. Und sie mag Fenchel. Genau. Sie, ist ein Meerschweinchen. Genau. Sie ist ein Meerschweinchen. Das informierteste Meerschweinchen-Faktenvideo aller Zeiten. Sie ist jetzt 9 Jahre alt. Und hat Power wie sonst was. Ja, sie hat immer noch sehr viel Kraft. Genau. Wir wollen momentan so ganz, ganz viele Videos mit ihr machen, weil wir halt schon seit 2 Jahren sagen, wir wissen nicht mehr, wie lange sie noch lebt. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie ein Vampir ist. Trotzdem könnte jedes Video ihr letztes sein und deshalb wollen wir lieber auf Nummer sicher gehen. Aber wenn ich mir das hier so angucke, die hat fast mehr Kraft als ich im Arm. Wenn die noch ein bisschen mehr ziehen würde, würde mein Arm abreißen. Ne? Hier. Okay, weiter geht's. Tiramisu aka das Lama, weil sie so schief guckt, denn sie hatte mal eine, glaube, Mittelohrentzündung und ja. Deshalb ist ihr Kopf etwas schief. Ja, das sieht man jetzt nicht, wenn ich das jetzt hier wegnehme. Oh, jetzt sieht's ganz gut aus, ne? Jetzt ja, guckt sie nur schief. Das Kissen gleicht es aus. Ja, das Kissen, genau. Oh, du bist auch putzig. Komm hier, darfst du weiter essen. Was? 2 Fenchel? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ist das putzig. Weiter. So, in der Truppe ist sie, laut der ganzen Geschichte, die Sekretärin. Genau. Und hatte die Herrscherin des Geheges. Die eigentlich das Sagen hätte, wenn sie etwas zu sagen hätte, genau. Was sie nicht zu sagen hat, weil sie ist stumm. Und nicht zu verwechseln, Porzellan ist ja die Anführerin, aber sie ist die Herrscherin des Geheges. Genau. Ja. Also, verscherz es dir nicht mit Tiramisu, würde ich an dieser Stelle sagen. Genau. Das ist ganz wichtig für euch, Müffelstücke da hinten im Hintergrund, von dem man natürlich jetzt, wenn ich geschwenkt habe, nicht sieht. Wer hätte es gedacht? Und da wir schon seit circa 3 Jahren sagen, sie macht's wohl nicht mehr lange, da sie einfach schon so viel erlebt hat, haben wir jetzt auch beschlossen, dass sie einfach stumm ist. Sie kann nicht sprechen. Genau, für alle Leute, die immer wieder fragen, kommt eigentlich nochmal ein Video mit ihr? Nein, spricht sie denn eigentlich nochmal? Nein, sie ist jetzt stumm. Ne? Ja, Oma muss nicht mehr sprechen. Das ist zu viel Arbeit. Sie ist zu alt für das. Und nein, du bist keine Banane. Das da ist eigentlich rot. Genau. In Meerschweinchenfarben. Nicht das Creme. Genau. Obwohl das immer heller wird, oder? Schrägstrich immer dunkler. Ich bin mir da gar nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Du hast einfach nur total den Knick in der Optik. Genau. Genau. Aber es hat sich verändert im Laufe der Jahre. Genau, das weiß denn ich auf damals jeden Fall. Hatte sie hier vorne mit dem Schwarz mal so Hörner. Ja, die hat sie jetzt gar nicht mehr. Und mittlerweile gar nicht mehr, nein. Aber Müll hat die. Soll ich mal Müll holen? Komm, hier, nimm du das mal eben und tust so, als ob sie voll unterhaltsam wäre. Ich habe nämlich einen Müll. Hallo. Ja? Das ist aber gar kein Müll. Ich weiß, aber sie war auf dem Haus. Oh. Ich habe gedacht, nehme ich sie auch einfach mal mit runter. Das ist Crumble. Ja, ich habe gesagt, sie war auf dem Haus, wo Müll drin war, Mann. Das ist ein Müll. Ja. Das ist mein Müll. Ja, genau. Nämlich dein Lieblingsmeerschweinchen ist Müll. Genau. Ja, und mein Lieblingsmeerschweinchen ist sie da. Ja, natürlich und die beiden Ältesten. Genau, und natürlich ganz neu hier dieser Kotflügel da hinten. Müll guckt nicht so. Hier. Genau. Weil Müll, wir wollten das jetzt eigentlich nur als Vergleich zeigen, ist nämlich doof wie Brot. Nein, Müll hat noch hier sein
Geweih. Hat er gar nicht mehr. Wo ist denn da? Da hat er noch sein Geweih. Seht ihr das? An dieser Stelle. Genau. Da ist das Geweih. Und so konnte man das vorher so schön nach vorne formen und dann wäre es ein und jetzt, Stier gewesen. Genau, und jetzt sah das einen Moment so aus, als ob Tiramisu an Müll frisst, was aber gar nicht stimmt. So, und ihr kloppt euch da bitte nicht drum. Ihr kommt jetzt alle einmal hier rüber und Müll, geh doch mal von dem Fenchel weg. So. Dann können wir nämlich auch noch ein schönes Bild machen, außer von Mö, weil Mö ist blöd und der weiß nicht, wo hinten ist. Oder er schnüffelt einfach gerne an Crumbles Popo. Ich weiß es nicht. Komm mal her, Mö. So, guten Hunger. Hau rein, davon muss auch nichts mehr übrig bleiben. Er guckt immer so verwirrt. Ja, du bist halt verwirrt. Du bist der Verwirrteste von allen. So, und wen sollen wir als nächstes machen? Hast du eine Ahnung oder sollen das die Leute entscheiden? Das können ja die Leute gerne in die Kommentare schreiben. Okay, wer soll sein einzelnes Video geben? Wer soll sein einziges... Wer soll sein einzelnes Video bekommen über seinen Charakter? Genau, und das hat ja schon einwandfrei funktioniert, weil jetzt haben wir wieder andere Meerschweinchen mit in dem Video, in dem Einzelvideo. Boah, sind wir schlecht. Ist egal. Aber wenn es euch gefallen hat, Daumen rauf für mehr Fenchel im Video. Vergesst nicht zu abonnieren oder auf unserem Hauptkanal vorbeizuschauen oder bei meinem persönlichen Kanal. Alle lichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Nein. Heute kann ich mal besser reden. Ja, ohne Scherz. Und falls es euch noch interessiert oder ihr noch Stuff fürs Weihnachtsfest braucht, wir haben neue Motive im Shop, und zwar Semmel und Salt. Genau, ich gebe einfach jetzt auf zu sprechen. Ja, und gib das einfach an mich ab. Okay, nein, wir hören jetzt auf zu sprechen und wir begucken jetzt noch 20 Sekunden wunderschöne frettende Meerschweinchen. Guten Hunger. Oh. Dieses Geräusch ist so toll. Tschüss.